Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspieler und Zwergenfreunde zu Drakensang. Ja, in der letzten Aufnahmesession haben wir unsere erste Fürsprecherin für den Zelda gekriegt und haben vergessen, von der Auralia Was wünscht ihr von der alten Auralia? das Rezept zu kaufen. Ich würde gerne euer Angebot ansehen. Also den Eidbeersaft, den hätte ich gerne schon mal. Ein Rezept für Wundpulver. Raunenpulver, Eidbeere, Würselkraut. Waffenbalsam, Salbenfeld, Giftzahn, Würselkraut und Eidbeersaft, ja. Zwei Quellwasser, 10 Einbeeren. Also man braucht viele Einbeeren, um einen Einbeersaft herzustellen. Rentiert sich aber. Deswegen lernen wir den auch gleich. Auch wenn keiner von uns Alchemie kann. Ja, Jagdpfeile. Kann auch noch keiner herstellen. Wir haben nämlich keinen. Mit Handwerkskunst. So. Taktikmodus war wieder falsch. Gucken wir mal. Die diebische Aufnahmeprüfung haben wir noch. Die schmackhafte Delikatesse. Ich habe gerade nur echt keine Ahnung mehr. Ich weiß, ich habe die Koschamazungen damals gefunden. Ich weiß nur nicht, wo das war. Wir können ja nochmal mit ihm reden und dann zum alten Mühlenkeller gehen. Dann haben wir nur noch die Bärenhöhle am Bärensee. Da muss erst ein Fremder kommen, um für das Recht an meinem eigenen Apfelbaum einzustehen. Was muss eine alte Koscherin noch alles ertragen, bevor sie endlich die stille Erlösung finden darf? Ah. Und habt ihr mein Päckchen gefunden? Habt ihr es? Nein, noch nicht. Da steht ihr da doch tatlos rum, bloß sucht es. Ja, schon recht. Na, Tag, Jungs. So, das heißt, wir gehen jetzt erstmal in den Mühlenkeller. Der befindet sich ja südlich von hier. Hier flattern die Vögel weg. Also, erstmal holen wir die Truhe, dann gehen wir in den Keller. Und immer schön gucken, ob wir nicht die Zungen irgendwo am Fluss rumliegen sehen. Eine gute Entscheidung. So, erstmal die verschlossene Truhe öffnen. Das scheint jedenfalls nicht die Truhe zu sein, die wir suchen, aber auf jeden Fall eine Truhe. Probieren wir es gleich noch einmal ohne Haarnadel. Dann nehmen wir eine Haarnadel.
Na gut. So. Amazone voraus. Okay, Pfeilspitzen und Holzleim. Also genau das, was wir brauchen für Pfeile. So, hier ist die Bühne, die sogar noch funktioniert, so wie es aussieht. Die Kiste hatten wir bereits geplündert. Und ja, Mühlenkeller. Ja, ich. Da gehen wir nicht unbewaffnet rein. Okay, groß scheint er nicht zu sein, der Mühlenkeller. Ich mach das schon. Ich hab nichts gesagt. Da geht es tiefer rein. Hier geht's nicht lang. Ah, helles Pferd auch kommt. Ölmontee. Oder andersrum, besser gesagt. Eder und Bolzen. Tür und da. Oh, Wolfsrad. Totes Maultier. So, ein bisschen ausbeuten. Totes Maultier. Das könnte das das Maultier sein, was... Nein. Was die Zungen dabei hatte, wollte ich sagen. Ich nehme die Sache in die Hand. So, mehr Zeug zum Verkauf. Mal kurz ein Quicksave machen. Ah, helles Pferd doch auf dem Fellwasser. Okay, da kommen Wolfsratten. Pex sei Dank, dir ist eben eine Falle aufgefallen, bevor sie zuschnappen konnte. Mit einem Mondtalent werde die Sinnschärfe erkennen, deine Helden gefahren frühzeitig. Nimm das! Schon geschehen. Amazone voraus. So, Wolfsrad auseinandernehmen. Ich helfe. Okay, eine Falle ist uns aufgefallen. Ah, ja. Aber noch mehr Wolfsratten. Riesenwolfsratte. Die sollten wir als erstes ausschalten. Okay. Amazone voraus. Da
Dann kümmere dich auch mal um die Wolfsratten. Das ist das Ungeziefer, was man nicht gerne im Keller hätte, denke ich mal. So, wie gut ist dein Fallen entschärfen? Da ist meins besser als deins. Speichern wir sicherheitshalber. Fallen entschärfen. Okay. So, haben wir jetzt Ruhe? Schon geschehen. Gucken wir mal. Zettelmühlengewölbe. Ja, was steht denn hier? Ja, ich glaube, das ist rückwärts geschrieben. Kuano Fuhrmannsheim. Ah. Kuano kennen wir doch. Aus Lust der Zeit war eine unserer Kameraden dort. Ja, totes Maultier. Nee, hier oben geht's nicht lang. Oh, noch zwei Holzfässer. Oh, eine Haarnadel. Also das ist Zeug zum Verkauf. Haarnadel für dich. Das ist auch zum Verkaufen. Helles Verdocker. Schön, sich Mut anzutrinken, aber ja. Finde die Diebesgilde. In Verdock werde ich jetzt dank dieser Notiz die Kontaktperson für die Diebesgilde finden können. Gut. Hier geht's nicht durch. Dahinter scheint aber auch nichts wirklich zu sein. Das heißt, wir können raus aus diesem vom Wolfsrad verseuchten Nest. Gut. Hier unten war ja auch nichts mehr am Steg. Meine Güte, waren die Koschamazungen wirklich in der Bärenhöhle? Alle mal hergehört. Und ja, die Waffen können wir mal kurzzeitig wegstecken. Oder gab es dafür einen
Knopf zur Waffe wegstecken. Autokampfpause, Taktik. Ich glaube, das habe ich schon mal geguckt.